Wir brauchen das alles nicht. Wir sind Realisten, aber wir sollten das mal wieder aus der Schublade holen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sprechen wir einmal über das Schiff und die Rettungsboote. Wie ist das, wenn ihr auf hoher See seid und die Sache muss schwimmen und ihr habt keine Rettungsboote? Versenkt ihr dann das Schiff? Ja, vielleicht, wenn ihr Selbstmord begehen wollt, will ich ja nicht ausschließen. Ist jeder frei darin. Aber normalerweise sagt man nicht mehr ganz dicht. Verrückt geworden. Schiff versenken, wenn die ganzen Rettungsboote nicht da sind. Und wozu überhaupt das Schiff versenken? Warum nicht langsam Ersatzschiffe aufbauen? Und wenn alle Ersatzschiffe stehen, dann das Schiff in die Werft bringen zum Abwracken. Es wäre ein normales Prozedere. Und nun übertragen wir das Ganze mal auf Atomkraftwerke. Atomkraftwerke, das ist im Moment total en vogue auf der ganzen Welt. Es sind, glaube ich, 500 oder 1000 Atomkraftwerke gerade im Aufbau, also in Entstehung, und es ist eine Riesenmenge von Atomkraftwerken in Betrieb. Sehr, sehr selten mit einem wirklich großen Störfall. Das müssen wir auch sehen. Da kommen aber die Atomkraftgegner und sagen, ja, aber Fukushima und das ukrainische AKW, das damals eine Kernschmelze hatte, Tschernobyl. Tschernobyl ist tatsächlich ein AKW, in dem es zur Kernschmelze kam, egal warum. Und das hatte eine sehr erhebliche Verseuchung der Umgebung zur Folge. Fukushima, da stand in den Medien letzthin, die ganze Regierung Japans trauert um die 20.000 Toten von Fukushima. Wie viele Tote gab es denn wirklich beim Reaktorunfall von Fukushima? Und ich habe mir da die Mühe gegeben, alles durchzuschauen, was darüber existiert. Also alles kann man nicht, denn das ist immens. Wisst ihr, was wirklich herauskommt? Die 20.000 Toten wurden verursacht durch eine riesige Tsunami, eine riesige Welle, Flutwelle, die halb Asien überflutete, natürlich nicht Inland, aber die ganzen Küsten von Japan, von Borneo, von Vietnam, von all diesen Ländern und noch tausende Kilometer weiter erhebliche Wellen verursachte. 20.000 Tote durch die Tsunami. Wie viele Tote denn durch Fukushima? Es wird gesagt, möglicherweise einer. Es ist ein älterer Mann an Krebs gestorben, bei dem es möglich ist, dass Einstrahlung von damals ein Faktor dabei gewesen ist, aber sicher weiß man es nicht. Also möglicherweise einer. Kein Witz. Möglicherweise einer, der an diesem Reaktorunfall zu Tode kam. Man konnte eine Zeit lang umliegendes Gebiet nicht beackern, bebauen und so weiter. Aber das sind auch genug schlimme Folgen. Ja, und was machen manche europäischen Länder? Frankreich sagt, wir haben die sichersten Atomkraftwerke der Welt. Wir bauen weiter aus, weitere 60 Kraftwerke und so weiter. Funktioniert alles perfekt. Kein einziger, auch kein geringer Unfall. Manchmal muss man ein Werk vom Strom nehmen, von den Leitungen nehmen, damit es revidiert wird oder etwas repariert wird. Große Unfälle? Gar nichts. Andere Länder,
Oststaaten, frühere Oststaaten, Tschechien, Polen, überall, da werden überall AKWs gebaut. Auch in Staaten, die bisher keine AKWs hatten, wie zum Beispiel Finnland und ähnliche, da werden AKWs geplant. Warum? Es gibt einen ganz einfachen Grund. AKWs sind, um mal ein Modewort zu verwenden, klimaneutral. AKWs produzieren eine Riesenmenge Elektrizität und sie haben keinerlei Ausstoß von Abgasen. Sie haben nichts derartiges. Ja, warum soll man die abdrehen? Da kommt immer wieder, ja, aber man muss doch manchmal die Brennstäbe ersetzen. Es gibt radioaktiven Abfall. Das ist eine Frage der Generation des betreffenden AKW. Offenbar geht die Forschung dahin und auch die Technik bei AKWs, dass immer weniger radioaktiver Abfall produziert wird und vor allem auch früherer, was früher als radioaktiver Abfall galt, weiter verwendet werden kann zur Stromproduktion. Ich bin kein Spezialist. Ich kann Ihnen die Details hierzu nicht sagen. Aber auf jeden Fall ist es so, man hat eine Riesenmenge Strom produziert, auch in der Schweiz war das so, in Deutschland, in anderen Staaten, CO2-frei. Außer wenn die Angestellten des AKWs mit ihrem VW zum AKW gefahren sind. Das gebe ich zu, das ist nicht CO2-frei. Aber also das Ganze, dann kam diese, man kann es nicht anders nennen als praktisch religiöse Antiwelle. AKW ist des Teufels. AKW, das ist eine Erfindung, die aus der Unterwelt kommt. Das sind, außerdem waren das ja sogar jüdische Wissenschaftler vor der Nazizeit, die da mitentwickelt haben. Habe ich auch schon gehört. Also das muss weg. Das ist eine Wissenschaft des Teufels und die müssen wir ausrotten. Nun, Deutschland und die Schweiz haben den Ausstieg aus den AKWs beschlossen. Ausstieg aus den AKWs, übrigens AKW, wird immer assoziiert mit Atombombe, Vernichtung der Welt und allem. Es ist in den AKWs, so wie ich gelesen habe, ist nicht genügend Material, um eine Atombombe daraus zu machen. Aber ich kenne mich da, wie gesagt, nicht aus. Auf jeden Fall, ein AKW kann nicht in Form einer Atomexplosion explodieren. Das Allerschlimmste für ein AKW, das es jetzt auf der Welt offenbar zweimal gegeben hat, sind Kernschmelzen, das heißt, wenn sich die Kettenreaktion im Kern nicht mehr unterbrechen lässt, das wird einfach immer heißer und heißer und das ist ein Riesendesaster. Zweimal auf der ganzen Welt, Tschernobyl und Fukushima. Wegen des Vorfalls Fukushima, und damals sprach man von tausenden Opfern, die gibt es aber nicht. Da hat die deutsche Regierung beschlossen, aus der Atomkraft auszusteigen. Die Schweizer Regierung hat beschlossen, aus der Atomkraft auszusteigen. Wir machen ja immer alles, was die Deutschen auch machen. Und man hat dann immerhin noch etwas Gnadenfrist gegeben in der Schweiz, solange die Werke sicher betrieben werden können. Und in Deutschland, wurden die letzten Werke jetzt Mitte April vom Stromnetz genommen, obwohl sie einwandfrei und sicher funktionierten. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Am gleichen Tag, und darum bringe ich den Vergleich mit dem Schiff, am gleichen Tag, an dem Deutschland dieses Schiff der AKWs definitiv versenkt hat, musste Deutschland die gleiche Menge Strom von ausländischen Kraftwerken einkaufen. Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Dieselkraftwerke und so weiter.
Also statt Atomstrom fossiler Strom. Aber auch in Deutschland selber. Deutschland selber hat etwa 50 Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke und alles. Und selbstverständlich müssen die jetzt weiterlaufen. Denn ein Deutschland ohne Strom, das ist schlecht vorstellbar. Also warum haben wir das denn nun gemacht? Sind wir total verrückt geworden? In Deutschland haben etwa 80% der Bevölkerung bei Umfragen gesagt, man soll doch die Atomkraftwerke am Netz lassen. Die Regierung hat sie abgestellt. Der grüne Klima- und Wirtschaftsminister Habeck hat gesagt, das wird definitiv abgestellt, ist eine Risikotechnologie. Nun, die Grünen haben in Deutschland an sich etwa 17 oder 18% bei den letzten Wahlen gehabt, also lange keine Mehrheit. Aber durch die ganzen Koalitionsgespräche ist passiert, dass das dann das Zünglein an der Waage für die Regierungsbildung war. Und da musste man ja versprechen, in diesen Sachen hören wir nur auf euch. Also, die wenigen Prozent von Deutschland, die die Grünen gewählt haben, haben letztlich jetzt über das ganze Land bestimmt. Und Deutschland muss am gleichen Tag noch, an dem die Werke abgestellt werden, die gleiche Menge Strom importieren, vorwiegend von Atomkraftwerken, aber auch von Kohle- und Ölkraftwerken, vorwiegend aus Frankreich. Da kommt immer, ja, wir müssen eben die alternativen Energien vorantreiben. Wie wäre es, wenn man erst in aller Ruhe die alternativen Energien aufbaut und dann, wenn alles steht, die AKWs runterfährt, wenn man sie überhaupt runterfahren muss? Eine Notwendigkeit ist eigentlich heute für niemand ersichtlich. Sogar Greta Thunberg, die Heilige der Klimaaktivisten, hat gesagt, ein gut funktionierendes, laufendes Atomkraftwerk soll man nicht abstellen. Ich weiß nicht, wo sie das gesagt hat. Es wurde hundertfach in den Zeitungen kolportiert und in den Medien, aber es ist mal ein Geistesblitz von Frau Thunberg. Man könnte es auch angestellt lassen. So auch in der Schweiz natürlich. Ein Atomkraftwerk wurde bereits abgeschaltet. Wir haben uns in eine Situation begeben, in der neue Atomkraftwerke zu bauen weit über die Zeit wahrscheinlich hinausgehen würde, in der die alten noch halten. Also eine riesige Desastersituation jetzt schon. Ja, wir müssen eben diese Plättchen überall montieren, wir müssen die ganze Landschaft mit Elektrovoltaik zupflastern. Übrigens, ohne China können wir die gar nicht herstellen, nur so nebenbei bemerkt, damit wir mal einen kleinen Ausblick auf weitere Desaster haben. Aber auch anderes, die Windräder. Es gibt große Windradfelder in Norddeutschland an der Küste und überall, wo eben stetiger Wind ist. Es ist ein winziger Prozentsatz der Stromproduktion. Wir sollten zurückkehren zur Vernunft und Normalität. Technologieverbote, die besagen, man darf nichts mehr mit dieser teuflischen Wissenschaft der Atomkraft zu tun haben, es darf keine Werke mehr geben, ist letztlich für die Wirtschaft eines Landes und für ein Land sehr, sehr, sehr schädlich. Schädlich bis vernichtend. Wenn Deutschland diesen Atomstrom nicht einkaufen könnte, wäre wohl ein guter Teil von Norddeutschland strommäßig bereits tot. Wenn wir
nicht in irgendeiner Form mit Einkäufen Mühleberg ersetzen könnten, wäre auch die Schweizer Lage desaströs, obwohl wir es ja hier sogar gut machen und mit Staudämmen und allem Wasserkraft wirklich auch saubere Elektrizität produzieren können. Soll man die gesamte Wirtschaft opfern, Strompreise auf den Mond gehen lassen und alles nur, um diesem Grundsatz zu huldigen, die Atomkraft ist des Teufels, die muss weg. Ich frage mich wirklich, ob das Sinn macht. Und plötzlich ist auch das Klima nicht mehr interessant. Es hat sogar ein schweizerischer Politiker der Linken, ich glaube Herr Nordmann war es, gesagt, wenn wir das alles abgestellt haben und die ganzen Fahrzeuge elektrifiziert haben, dann wird wahrscheinlich unser fossiler Anteil, unsere fossilen Auswirkungen werden von, irgendwas ist eine Verhältniszahl, von 1,5 auf 10 Tonnen pro Person steigen. Also ist das klimafreundlich, wenn wir derartiges machen? Ich glaube nicht. Ist es klimafreundlich, wenn wir sagen, bis dann und dann müssen alle Autos elektrisch betrieben werden und ihren Strom aus Kohle- und Gaskraftwerken und Ölkraftwerken beziehen? Ist das irgendwie klimafreundlich, wenn wir schon diesen Unausdruck verwenden wollen? Ich denke, es täte etwas Not. Herunterkommen von diesem ganzen großen, fast im Gottesgleichen gehandelten Axiomen, die Klimagottheit, die Klimasekte und alles und die Elektrifizierung als etwas Anbetungswürdiges. Man sollte wieder zur Realität zurückfinden. Realität ist sonst etwas, in dem wir Schweizer gut sind. Besinnen wir uns auf eine Eigenschaft, die wir immer gehabt haben, zurückfinden zur Realität, weg von den großen theoretischen Sekten, weg von den großen Ideologien, weg vom Marxismus, weg vom Nationalsozialismus, weg vom Kommunismus. Wir brauchen das alles nicht. Wir sind Realisten, aber wir sollten das mal wieder aus der Schublade holen. Ich danke euch fürs Zuhören.